Am Sonntag, den 4. September 2010, veranstaltete der Motorsportclub Großalldorf bereits das 7. Autocross-Rennen. Als die Initiatoren des Autocross vor 7 Jahren auf die Idee kamen, ein Rennen in Großalldorf zu veranstalten, hatte keiner mit einem so großen Erfolg gerechnet. Bereits im ersten Jahr kamen mehrere hundert Zuschauer. Wer Rundstreckenrennen mit spektakulären Drifts auf losem Untergrund liebt, wer fasziniert ist vom heißen Geländesport auf 4 Rädern, beinharte Positionskämpfe um Sieg und Platz sehen möchte, der ist beim Autocross richtig. Dieses Jahr gingen rund 75 Fahrzeuge in den verschiedenen Hubraumklassen an den Start und zeigten, was es bedeutet, beim Autocross um den Sieg zu kämpfen. Autocross ist kein Crashrennen, wie es des Öfteren im Fernsehen zu sehen ist. Autocross ist vielmehr eine Motorsportart, vergleichbar mit dem Motocross für Motorräder. Es geht nicht um das mutwillige Zerstören und Rausboxen der anderen Fahrzeuge wie beim Stockcar-Rennen, sondern darum, die vorgegebene Rennstrecke am schnellsten zu fahren. Es wird absolut faire Fahrweise verlangt und es kommt vielmehr auf das Fahrzeug und das fahrerische Können des Piloten an. Die Streckenlänge beträgt je nach Veranstaltungsort zwischen 700 und 1500 Metern. Der Aufbau der Fahrzeuge und die notwendigen Reparaturen werden in der Regel von den Fahrern in ihrer Freizeit unter Mithilfe der anderen Vereinskameraden selbst ausgeführt. Die Fahrzeuge sind dabei im Allgemeinen in 3 Kategorien unterteilt. Bei dieser Veranstaltung wurden nur Rennen in der Kategorie Serientourenwagen ausgetragen. Diese ist beim Autocross die Einsteigerklasse, da mit relativ geringem finanziellen Aufwand Rennfahrzeuge hergerichtet und damit auch Erfolge erzielt werden können. In dieser Klasse sind nur einige Änderungen am Fahrzeug erlaubt bzw. vorgeschrieben. So müssen diese mit folgenden Sicherheitsausrüstungen ausgestattet sein: Überrollkäfig, 4-Punkt-Sicherheitsgurte, Stromkreisunterbrecher sowie Schutzgitter. Autocross ist, wie schon erwähnt, eine vergleichsweise preiswerte Variante des lizenzierten Motorsports und eignet sich daher sehr gut für Einsteiger. Alle Rennen finden in der Regel sonntags statt und bestehen aus Trainingsläufen, Qualifikationsläufen und den Finalläufen. Für die Startaufstellung der Vorläufe werden die erzielten Trainingszeiten angesetzt. Aus den Vorläufen qualifizieren sich die punktbesten Teilnehmer wiederum für die Endläufe.
Den ganzen Tag herrscht Spannung pur, da jeder Wertungslauf weitere Chancen für die Piloten bietet, in die Finalläufe aufzusteigen. Die schnellen und attraktiven Rennen, eine je nach Wetterlage staubige oder schlammige Angelegenheit, bieten jede Menge Action, mal mit verwegenen Drifts, mal mit wilden Verfolgungsjagden. Spektakuläre Positionskämpfe sind garantiert. Langeweile gibt es da weder für die Fahrer noch für die Fans. Diese Veranstaltung ist eine echte Bereicherung für den Hohenlohe-Raum. Die Motoren dröhnten, die grobstolligen Reifen fraßen sich in die Grasnarbe und so mancher Strohballen musste dran glauben. Die Zuschauer waren begeistert.